Willkommen zurück zu Ja, Freunde, ich hatte diesen Part schon mal aufgenommen, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass dieser Ton wieder mal dieses Video mal wieder keinen Ton hatte. Es ist auch schon auf YouTube gewesen, aber OBS hat mal wieder gesagt, ach komm, nehmen wir ohne Ton auf. Dieses Drecksprogramm, ich hasse es. Aber es geht halt nicht anders. Deswegen, es ist nur dieser eine Part zum Glück betroffen von der Aufnahmesession. Deswegen spielen wir es einfach nochmal. Also, wir haben gar nicht so viel in dem Part geschafft. Aber schon ein bisschen. Das ist hier so eine Art Eiswelt. Vega Zentralverarbeitung. Jetzt kenne ich das natürlich schon, ist nicht mehr blind, aber ich will es natürlich normal machen, damit ihr mit Commentary und Ton das auf YouTube habt, ne? Du hast den Schmelztiegel zurückerobert, Kest, auf dem Mars zurück. Du musst den Brunnen verschließen, die Energiequelle des Höllenportals auf dem Mars. Dazu musst du einen letzten Höllensprung wagen. Samuel hat einen Plan, wie er dich zum Brunnen zurückschicken kann. Aber er wird deine Hilfe brauchen. Ja, das Lustige ist, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt und habe wahrscheinlich jetzt auch viel bessere Waffen, aber naja, egal. Ich bin Vega. Solange du nicht Darth Vader bist. Luke, ich bin dein Vater. Ja, seht ihr ja hier jetzt verfügbare Waffenpunkte. Ich habe das alles schon verbessert jetzt. Oh mein Gott. Naja, macht halt Spaß, ne? Mit ihm kannst du die Macht des Braunens bändigen. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen mehr durchrushe. Ah, ich zeige euch trotzdem das noch in aller Ausführlichkeit. Guck mal, das Gebiet ist auch jetzt kartiert. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich den Part beendet hatte. Bist du ein wenig spielen? Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Und du, da am Boden. Ganz komisch. Aber ganz, ganz komisch. Kann ich nicht den Kopf wegschießen, wie schade. Open the door, please. Das Ganze ist in der Tat so eine Art Eisgebiet. Hier wurde ich geschaffen und hier befindet sich meine Kernprozessoreinheit. Das ist richtig cool. Es sind etwa 2,4 Terawatt für meinen Betrieb nötig. Aber man hat entschieden, dass wir diese Energie nutzen können, um dich zum Ursprung des Portals zu schicken. Hier konnte man einen Datenchip finden. Ich werde das nicht. Seht ihr. Nicht überleben, kann mich aber auch nicht selbst vernichten. Daher werde ich dich durch den Vorgang leiten. Alle internen und äußeren Türen der Station wurden gesperrt. Du musst einen Weg hineinfinden und die Sicherheitssysteme abschalten. Wegen, wir sind hier auf dem Mars, wir sind hier in Alaska, weil so kalt wie es hier ist. Ja, wir müssen Vega hier zerstören. Und abschalten, aber es dauert. Das ist wirklich eine lange Mission. Aber auch die nächsten zwei Parts kümmern sich darum. Ach ja, das war die Scheiße. Der hat mich nicht richtig erschreckt. Und ich habe mich schon wieder ein bisschen erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Lol. Komm her. Ja, der erschreckt mich immer. Der kommt direkt beim Eingang, Mann. Fast wie so ein Jumpscare. Was liegt da in Luft? Every Game Omega Lull liegt einfach was in Luft. Es schwebt. Sehr realistisch, sehr realistisch. Nicht wirklich. Da kann ich nichts machen. Oh, hey, was geht? Nicht mehr viel, was? Kopf ab. Oh, der kann aber auch nicht richtig aimen. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der nicht richtig aimen kann. Der genauso, Mann. Ja, was, was, was? Hallo, haben wir es doch mal hier? Was ist denn für ein Saftsack? Aber Spinne, ey. Mach auf den Laden. Ja, hier ist schon wieder ein bisschen heißer. Alarmstufe Rot, Rotlichtmilieu. Okay. Wie geht's denn hier weiter? What the fuck? Ich hab das ja schon mal gespielt, aber ich weiß echt nicht, wo es jetzt weitergeht mit dir. Ich versteh's nicht. Ach. Meine Sicherheitssysteme arbeiten auf zwei getrennten Neuralnetzwerken, die in der Wartungseinrichtung zusammenlaufen. Jedes Ende wird durch ein Energiefeld geschützt. Aber du dürftest das überleben. Ah ja, jetzt kommen sehr viele Dämonen. Machen wir hier den Schalter an. Aktiviere Sicherheitsschalter 1 und 2. Jetzt geht's hier ab. Dämonenpräsenz richtig hoch. Ich weiß. Na, wo seid ihr? Ihr Pappnasen. Und auch mal die Sauggranaten wieder verwenden. You suck. You suck. Gib mal her. Frau Muni. Will die schön wegschroben. Hallo? Ich spinne hier. Und knacks! Sauggranate, ey, die ist doch kacke. Seht ihr ja hier. Das kann die schon.
Und... Yes. Nächste. Oh Gott. Hier ist so ein ganz fetter wieder. Auf den habe ich überhaupt keine Lust. Und ihr merkt schon, wie heftig das jetzt hier wird. Oh Gott, ich bin so angeschlagen. Das gibt's doch nicht. Ja, moin. Wie kann er mich denn so gut treffen von da unten? Shit. Runtergefallen. Hier wäre Big Fucking Gun Munition. Die kann ich natürlich jetzt auch verballern. Die ich ja nicht mehr aufsparen muss. Deswegen mache ich das mal gerade. Ja, das ist natürlich jetzt der Nachteil, dass ich das nochmal neu aufnehme, weil jetzt kann ich auf die Munition eigentlich kacken. Weil das ist ja jetzt ein anderer Speicherstamm, wenn ihr so wollt. Das heißt, ich kann hier richtig abgehen mit der Big Fucking Gun. Hier, tschüss! Dann sehen wir die auch nochmal richtig schön in Einsatz, ne? Das wäre hier. Unverwundbarkeit, als ob. Wie geil. Das ist mal wirklich amazing. So, wo ist jetzt der andere Schalter? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo war der? Wo war der? Wo ist der Schalter? Weiter vorne oder so. Ich glaube, der war sogar unten. Genau, hier war der nämlich. Ich glaube aber, dass keine weiteren Dämonen mehr kommen. Das habe ich damals auch so ein bisschen hinterfragt. Das ist merkwürdig. Aber damit habe ich schon gerechnet. Aber da kommen keine weiteren. Ihr seht's. Ich sei wie ich sei, Haferbrei. Mach an. Mach an den Laden! Meine zentralen Betriebssysteme sind jetzt verwundbar. Du solltest zuerst das Kühlsystem zerstören. Das wird die Idee nicht nur das Kühlsystem. Finde ich gar nicht so cool, Mann. Oh! Ich. Apropos nicht cool finden, die finde ich auch nicht so cool. Los geht's! Chingernetsch vom Feinsten. Jetzt wird wieder geschrotet. Die halten irgendwie immer zwei Schüsse mittlerweile aus. Oh Gott. Aber noch. Oh mein Gott. Apropos nervige Gegner. Hi. Apropos nervige Gegner. Hi. Apropos nervige Gegner. Hi. Oh nee, ey. Das gibt's doch jetzt nicht. Ja. Come on. Piu. Alles vernichtet. So muss das. So. Und nicht. Anders. Nur Thomas anders. Super. Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgsmann der Stufe 3 wird nicht in Frage. Oh nein, die explosiven Typis. Genau, das war diese Scheiße, ich erinnere mich. Das war nämlich ein bisschen kacke hier. Oh nein, das ist noch explosiver, oder? Oh, Glück gehabt, dass er mich nicht verletzt hat. Hallo, ich will die Superschrot. Danke! Nee, ich die blöden Pinkies wieder. Die sind auch nervig, das glaubt man. Guck mal, was die wegtanken, das gibt's doch nicht. Und jetzt ist er erst down. Tschüss, Mann, mit eigenen Zahn erschlagen. Noch wer? Wer will? Wer hat noch nicht? Ich hab noch ein paar Schüsse für euch parat, ne? Müsste er nur sagen. Ach, die muss ich neu finden. Ja, gut. Hier gab es die Karte. Schnauze. Lange Sicherheitsfreigabe erforderlich. Oh, wo war die denn nochmal? Müssen wir nachdenken. Das ist natürlich doof, dass man es normal holen muss. Aber so ist sie auch besser für euch. Wie gesagt, ich hab's schon mal alles gemacht. Schön in deine Eier geschossen, so muss das. Oh nein, nicht schon wieder ein Pinky. Come on, bro. Mann, was der wegtinkt, das ist doch unfassbar. Das ist so lächerlich, Mann. Oh, der hat's jetzt einfach zerfetzt. Okay. Und zack. Und du mit deinem komischen Schild hast auch nichts mehr zu melden hier. Shit. Mach keinen Flammenwerfer, verstehen wir uns? Kein Flammenwerfer, verstehen wir uns? Kein Flammenwerfer, sagte ich. Danke. Oh, komm, volle Heilung. Schön. Schön. Schön, 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 schön. Schön. Im Gegensatz zu ihrem sonstigen Leben ist ihre Arbeit hier von Bedeutung.
Machen wir jetzt schon überall, ne? Where do we have to go? That is a good question. Da war irgendwo eine Luke, das weiß ich noch. Oder kann ich hier was aktivieren? Nee. Aber hier vielleicht. Ja. Nice. Aufzug rufen. Aufzug rufen. Oh. Die wollte ich eigentlich nicht rufen, aber gut. Wenn es so ist, dann ist es so. Habe ich nicht voll gekriegt, wie ihr sehen könnt. Doppeltrubel. Schade, ne? Wo war jetzt... Ah, da hinten ist das. Hier, voll gut versteckt, oder? Jetzt mal im Ernst. Hier. Hier ist eine Luke. Und da unten ist irgendwo die blaue Sicherheitskarte. Das weiß ich noch. Hallo? Hallo? Hier ist es ein bisschen zu ruhig. Ah, da haben wir ja schon wieder die Pappnasen. Nice, Doppeltrubel. Kriegt man es doch voll? Ich glaube, mein Schwein furzt Lapaloma. Wir haben es voll. Jetzt bin ich aber gespannt hier. Boah, die muss ja jetzt richtig Wucht haben. Ja, der hat die blaue Karte. Aber nicht verwundern, wenn das in den nächsten Parts nicht mehr voll ist. Weil das ist nach dem Finale jetzt aufgenommen. Ich sag's gern nochmal, weil manche Leute, denen muss das öfter gesagt werden. Zugang gestattet. Zugang gestattet. Perfekt. War ein Datenprotokoll. Und hier geht's jetzt weiter. Schön. Hier gab's auch noch einen Datenchip. Und hier gibt's noch einen Assi. Boah, ist die jetzt stark, die Superschrot. Ja, moin. Die fetzt ja jetzt alles weg. Wie geil. Richtig super. Und hier muss man, glaube ich, runter. Genau, jetzt sind wir hier in der richtigen Eiszeit, ey. Das ist so geil hier. Genau, und hier gab's eine Puppe zu holen. Die war hier. Genau hier. Da könnt ihr die finden. War, glaube ich, ein anderes Mankubus-Modell. Jungle Mankubus hieß der, glaube ich. Weiter geht's hingegen hier. Erste Tests von Vegas protoplasmischen Schaltkreisen ergaben eine Temperatur von über 1,2 Megakelvin, 173 mal heißer als die Sonnenoberfläche. Deshalb wurde ein extrem gekühlter Bau errichtet, um die vielen Meilen von Vegas Schaltkreisen und die Millionen Prozessorknoten zu beherbergen. Ja, hier endete tatsächlich schon der Part. Ich habe mich hier ein bisschen umgeschaut noch. Und dann habe ich hier den Part beendet. Ja. Hier kommt man nicht rein, komischerweise. Kommt man hier noch rein? Ja, hier kommt man noch rein. Okay. Das ist super. Gehst du auch noch auf? Hallo. Aufzug. Was ist hier jetzt Schönes? Ach so. Kann ich wieder nach oben kommen? Ja, das wollen wir ja nicht. Ja, Freunde, da hinten ist der große, große Kühlraum. Und hier machen wir im nächsten Part weiter. System aller Zeiten vor dir. Freunde, Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gern favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.